Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Tutorial geht es darum, Gleichungssysteme in Matrix-Schreibweise zu lösen. Wenn wir uns das angucken, dann ist ein Gleichungssystem ja einfach eine Menge von Gleichungen, also hier drei Gleichungen mit drei Unbekannten a, b und c. Und in der Mittelstufe schreibt man das genau so hin. Allerdings verliert man manchmal den Überblick, vor allem wenn es viele Variablen sind. Man macht dann immer so Striche drunter, dass man noch weiß, welche Gleichungen zusammengehören und zu welchem Umformungsschritt. Die Matrix-Schreibweise macht die Schreibweise etwas kompakter und gibt uns mehr Übersicht über das, was wir tun oder getan haben. Dazu bringt man erst die Gleichungen in so eine Form wie hier, also dass alle Unbekannten a untereinander stehen, alle Unbekannten b und c. Und die auf der linken Seite sind und auf der rechten Seite stehen die Zahlen ohne Variablen. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann können wir einfach sagen, in der ersten Spalte steht ja alles mit A. Das heißt, wir können das A weglassen und wissen einfach, es ist ja in der ersten Spalte immer das A. In der zweiten Spalte steht die zweite Unbekannte, die hier B heißt, die können wir auch weglassen. Und wenn wir das C in der dritten Spalte noch weglassen, haben wir jetzt das hier. Die einzelnen Zahlen sind einfach die Vorfaktoren der Unbekannten. Dass die drei Gleichungen zusammengehören, können wir anzeigen, indem wir es klammern. Also wir machen Klammern außenrum. Und das wäre jetzt ein System aus drei Gleichungen. Statt dieser drei Gleichzeichen einzeln reinzuschreiben, macht man bei der Matrix-Schreibweise einfach einen senkrechten Strich. Links vom Strich stehen die Faktoren für die Variablen, die Unbekannten. Und rechts stehen die Zahlen. Jetzt haben wir dieses Gleichungssystem und was können wir hier machen? Naja, zum einen können wir eine Zeile mit einer Zahl durchmultiplizieren, um zum Beispiel die Brüche wegzukriegen. Das hier ist jetzt nichts anderes, als würde ich diese Gleichung, für die Zeile steht, mit einer 8 durchmultiplizieren. Also ich multipliziere jeden Faktor mit 8 durch. Den vor A, B und C und natürlich auch die Zahl auf der rechten Seite ist eine Äquivalenzumformung. Das heißt, hier wird aus dem 1 Viertel, wenn ich es mal 8 nehme, eine 2, aus dem 1 Halb mal 8 gibt 8 Halbe, also 4, 1 mal 8 gibt 8 und 1 Achtel mal 8 gibt 1. Das heißt, ich kann in der Matrix, wie auch bei den Gleichungen, natürlich jede Zeile mit einer Zahl durchmultiplizieren. Ich kann auch zwei Gleichungen nehmen oder hier dann zwei Zeilen in der Matrix und sie vertauschen. Das heißt, die Zeile 1, 1, 1, Strich 3 halbe, die ganz unten steht, kommt oben hin und die 4 minus 2, 1, minus 3 unten hin. Dann sieht meine Matrix so aus. Was ich jetzt ja gemacht hätte, ich hätte meine Gleichungen einfach in anderer Reihenfolge aufgeschrieben. Gut. Jetzt haben wir dieses Gleichungssystem, aber gelöst ist ja nicht. Wir haben mal eine Zeile durchmultipliziert, können wir machen. Wir können Zeilen vertauschen, können wir auch machen. Was wir aber wollen, ist ja ein Wert für diese unbekannten a, b und c, die hier in erster, zweiter und dritter Spalte sind, zu bekommen. Und dazu müssen wir die anderen Unbekannten irgendwie loswerden in irgendeiner Zeile. Und genau das machen wir mit dem Gaußschen Eliminationsalgorithmus. Hört sich schwierig an, ist aber eigentlich nur das Additionsverfahren und mehr nicht. Also, wir nehmen zum Beispiel die erste Zeile, übernehmen wir so, und in der zweiten Zeile will ich jetzt ganz vorne statt der 2, also der 2a, eine 0 haben. Dann bin ich das a los und ich habe nur noch ein b und ein c drin. Das kriege ich hin, indem ich in meiner Matrix die erste Zeile mal 2 nehme. Und dann zu der zweiten Zeile addiere. Also meine neue zweite Zeile mache ich so, dass ich die erste und zweite Zeile zusammen addiere. Und dann hätte ich jetzt 1 mal minus 2 gibt minus 2 plus 2 gibt 0. Das heißt, ich habe hier vorne eine 0. Die wollte ich. Das wusste ich, also hat geklappt. Die zweite Spalte in der zweiten Zeile gibt dann 1 mal minus 2, also minus 2 plus 4. Minus 2 plus 4 macht 2. Die dritte Spalte in der zweiten Zeile ist 1 mal minus 2, also minus 2 plus 8. Minus 2 plus 8 macht 6. Und dann habe ich 3 halbe mal minus 2. Die
gibt es minus 6 halbe oder eben minus 3. Minus 3 plus 1 gibt minus 2. Und das Gleiche mache ich jetzt auch für die dritte Zeile. Also meine neue dritte Zeile berechne ich als Summe der ersten und der dritten Zeile. Und zwar so, dass wieder vorne eine 0 steht. Das heißt, die erste Zeile nehme ich mal minus 4 und addiere sie zur dritten Zeile dazu. Dann kriege ich nämlich 1 mal minus 4 gibt minus 4, minus 4 plus 4 macht 0. Dann habe ich also auch in der neuen dritten Zeile kein a mehr drin. Den Rest muss ich jetzt durchrechnen. Also 1 mal minus 4 macht minus 4. Minus 4 plus minus 2 macht minus 6. Und 1 mal minus 4 macht minus 4 plus 1 macht minus 3. Und 3 halbe mal minus 4 macht minus 6. Minus 6 plus minus 3 macht minus 9. Damit habe ich jetzt mein Gleichungssystem umgeformt. Ich habe jetzt aber in der ersten Spalte schon 0. Die erste Zeile lasse ich jetzt so, wie sie ist, weil wenn ich die rein addiere, hätte ich wieder ein A drin. Dann hätte ich die Arbeit von vorher zunichte gemacht. Die zweite Zeile nehme ich jetzt her, um in der dritten Zeile eine 0 in der zweiten Spalte zu kriegen. Also die 2 muss ich jetzt so multiplizieren, dass sie mit der minus 6 zusammen eine 0 ergibt. Vorne ändert sich dann nichts, weil da stehen beides mal 0. 0 plus 0 gibt 0. Ich kann das hinkriegen, indem ich die zweite Zeile mal 3 rechne. Dann habe ich 2 mal 3 ist 6. Plus 6 gibt 0. Vorne habe ich 0 und 0 gibt 0. 2 mal 3 gibt 6. 6 minus 6 gibt 0. Das wollte ich ja. Da hätte ich nicht rechnen müssen, weil ich habe die Zahlen ja so ausgesucht. Die restlichen zwei Werte muss ich für meine dritte Zeile berechnen, nämlich 6 mal 3 macht 18, 18 minus 3 macht 15. Und der letzte Wert wäre minus 2 mal 3 macht minus 6. Minus 6 plus minus 9, also minus 6 minus 9 macht minus 15. Und jetzt habe ich meine Gleichungen umgeformt. Dieses Gleichungssystem ist schon super, weil ich in der letzten Zeile nur noch eine Unbekannte habe. Aber es steht 15 drin. Also hier steht 15c ist gleich minus 15. Also die Nullen bleiben, aber ich möchte hier raus eine 1 machen. Also 15 durch 15 gibt eine 1. Und dann gibt es auf der rechten Seite minus 15 durch 15 minus 1. Das wäre jetzt schon eine Lösung. Ein c ist minus 1, also c ist minus 1. Nur in den oberen habe ich immer noch in der zweiten Zeile b und c drin und in der ersten a, b und c. Das kriege ich jetzt aber weg, nachdem ich in der letzten Zeile 001 habe. Kann ich die hernehmen, um in den Zeilen darüber durch Addition das c zu entfernen? Ich will zuerst die 6 wegmachen, also nehme ich die 1 unten, die ich habe, die lasse ich, die obere Zeile lassen wir erstmal auch. Und ich nehme jetzt die untere Zeile mal minus 6, weil wenn ich sie dann zur zweiten Zeile dazu addiere, fällt hinten diese 6 weg und ich habe nur noch 0, 2, 0, also nur noch ein b drin. Rechnen wir es durch? Viel rechnen müssen wir nicht, wegen den zwei Nullen unten, 0 und 0 gibt 0. 0 und 2, ich habe die zweite Zeile nicht multipliziert, bleibt auch die 2. 1 und 1 mal minus 6 und die 6 gibt eine 0, habe ich mir so ausgesucht. Und nur den letzten Wert muss ich wirklich rechnen. Minus 1 mal minus 6 gibt 6. 6 minus 2 macht 4. Das ist jetzt schon gut. Jetzt kann ich das c oben noch entfernen. Dazu nehme ich die untere Zeile wieder mal minus 1, dass er mit der oberen zusammenaddierten 1 dann eine 0 ergibt. Da unten die zwei Nullen sind, bleibt die erste 1 und die zweite 1 da. Hier entsteht eine 0 in der dritten Spalte, das wollte ich so. Und jetzt muss ich nur noch minus 1 mal minus 1 gibt plus 1. 3 halbe plus 1 macht 5 halbe. Also 2,5. Jetzt fehlt noch ein, zwei kleine letzte Schritte, dann sind wir schon durch und gucken mal, was wir dann eigentlich gemacht haben. Zum einen kann ich jetzt diese zweite Zeile, wo nur noch 2b gleich 4 steht, weil wir haben ja 0a, 0c, also 2b gleich 4, teile ich durch 2.
Dann habe ich 0 durch 2 ist 0, 2 durch 2 ist 1, 0 durch 2 ist 0 und 4 durch 2 ist 2. Das heißt, hier steht jetzt eigentlich b ist 2. Was ich aber noch will, ist in der ersten Zeile auch nur eine 1 zu haben. Und zwar vorne für das a. Dafür kann ich die unteren zwei Zeilen lassen, wie sie sind, und die zweite Zeile hernehmen und so multiplizieren, dass er mit der oberen zusammen addiert, das b raushaut. Das wäre hier mal minus 1. Die 1 vorne bleibt. 0 mal minus 1 plus 1 gibt 1. 1 mal minus 1 gibt minus 1 plus 1 gibt 0. Das wollten wir so. Und hinten habe ich auch nur 0 und 0 gibt 0. Auf der rechten Seite vom Strich habe ich 2 mal minus 1 ist minus 2, minus 2 und die 5 halbe oben gibt dann 1 halb. Und jetzt sind wir durch. Am Anfang sieht man es vielleicht nicht, aber man gewöhnt sich dran. Jetzt stehen nur noch 1 auf der Diagonalen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass ich hier die Gleichungen habe. 1a plus 0b plus 0c ist 1 halb. In der zweiten Zeile habe ich 0a plus 1b plus 0c gleich 2. Und in der dritten Zeile habe ich 0a plus 0b plus 1c ist gleich minus 1. Wenn wir jetzt die ganzen Nullmalgeschichten oben rauslassen, steht dort ja nur a ist 1 halb, also 1 mal a ist 1 halb, a ist 1 halb. In der zweiten Zeile steht 1b ist 2, also b ist 2. Und in der dritten Zeile steht 1c ist minus 1, also c ist minus 1. Und damit haben wir eine Lösung. Wir haben Werte für unsere Unbekannten. Genau diese drei Werte erfüllen jede Gleichung in unserem Gleichungssystem. Wir haben damit angefangen, mit diesem Gleichungssystem. Haben das ja dann kompakter geschrieben als Matrix, indem wir nur die Faktoren genommen haben und die Namen der Variablen weg. Und die haben wir umgeformt in diese Form, dass wir praktisch haben 1, ein a, ein b, ein c ist gleich. Also die 1 nur auf dieser Diagonale. Das ist immer unser Ziel, weil das entspricht ja in unseren Gleichungen genau dem. A ist gleich 1 halb, b ist gleich 2 und c ist gleich minus 1. Also wir haben die Gleichungen tatsächlich umgeformt. Wem das jetzt lang vorkam, das ist nur, weil wir es ausführlich gemacht haben. Der ganze Weg ist folgender. Wir haben diese Matrix, dieses Gleichungssystem, und im ersten Schritt machen wir unter der ersten Zeile in der ersten Spalte lauter Nullen und kamen dann dorthin mit dem Additionsverfahren. Wir haben dann in der zweiten Spalte unter der zweiten Zeile Nullen eingefügt. Jetzt haben wir nur noch in dem oberen Dreieck Zahlen und im unteren Dreieck sind lauter Nullen. Im nächsten Schritt haben wir dann in der letzten Spalte über der letzten Zeile lauter Nullen gemacht. Landeten dann hier. Also man hat hier und da Nullen. Und kann dann die zweite Zeile natürlich noch vereinfachen, indem man so teilt, dass dort nur eine 1 auf der linken Seite steht und macht dann über der zweiten Zeile in der zweiten Spalte noch Nullen rein und hat jetzt das hier. Und das ist schon die Lösung. Das heißt, wir hatten gar nicht so viele Schritte. Wir hatten diese Anfangsmatrix dann 1, 2, 3 mal umgeformt, 4, 5 mal umgeformt und waren dann schon fertig. Mit ein bisschen Übung wird man in dem auch schneller. Und durch die Matrix-Schreibweise behält man den Überblick und hat ein strukturiertes Vorgehen. Manchmal gibt es Abkürzungen. Man darf immer Zeilen tauschen, man darf immer Zeilen durchmultiplizieren und man multipliziert und addiert die Zeilen dann immer so zusammen, dass man immer mehr Nullen kriegt, also immer mehr Unbekannte durch das Additionsverfahren eliminiert. Und dann kann man beliebige Gleichungssysteme lösen. Also hier ist ein 3 mal 3. Mit einem 2 mal 2 funktioniert es natürlich genauso, aber es funktioniert halt dann auch mit einem 5 mal 5 Gleichungssystem, also mit 5 Unbekannten und 5 Zeilen. Wenn irgendwas zu schnell war, einfach zurückspulen, nochmal angucken. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat geholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen.